Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, hier ein Video zum Addieren und Subtrahieren von Brüchen. Da das Addieren und das Subtrahieren von Brüchen fast nach den gleichen Regeln funktioniert, kann man beide in einem Video besprechen und ihr werdet dann hoffentlich sehen, dass das Addieren und das Subtrahieren von Brüchen eigentlich auch ganz einfach zu rechnen ist. Fangen wir mal mit einem ganz kleinen Beispiel an. Wir haben jetzt hier zwei Brüche, die einmal links miteinander addiert werden und zweitens auf der rechten Seite dann subtrahiert werden. Nochmal kurze Wiederholung. Die Zahl, die beim Bruch unten steht, das ist der Nenner. Und die Zahl, die dann über dem Bruchstrich steht, das ist der Zähler. So, fangen wir mit dem Addieren an. Die Regel beim Addieren lautet immer, dass ich nur zwei Brüche addieren kann, dessen Nenner gleich sind. Also die unteren Zahlen müssen gleich sein, damit ich zwei Brüche miteinander addieren kann, ansonsten klappt das nicht. Hier haben wir das Glück, dass beide Nenner gleich sind, also die 7 unten ist bei beiden gleich und das wie folgt gerechnet, der Nenner, die 7, wird nicht addiert, sondern das bleibt und nur die Zähler, die beiden oberen Zahlen werden addiert, also 3 plus 1 ist 4. Schauen wir jetzt mal an, wie das beim Subtrahieren funktioniert. Auch hier gilt, die beiden Zahlen unten, also die beiden Nenner, müssen gleich sein, damit ich subtrahieren darf. Und auch hier haben wir zwei gleiche Nenner. Und nur die Zähler werden verrechnet. In diesem Falle 3 minus 1. Und das macht 2. Und das ist dann auch schon die Lösung dieser Subtraktionsaufgabe. So, jetzt wollen wir zwei Brüche miteinander verrechnen, die nicht den gleichen Nenner haben. Was macht man da? Hier ist die Vorgehensweise eigentlich nicht so kompliziert, wie es erstmal erscheint. Ich brauche ja zwei Nenner beim Addieren, die gleich sein müssen, damit ich die Addition durchführen kann. Und ich gehe dann wie folgt vor, um die beiden Nenner gleich zu machen. Das nennt man dann auch gleichnamig machen. Ich brauche also hier zwei Brüche mit den gleichen Nennern und auf den gleichen Nenner komme ich, indem ich die beiden Nenner hier unten multipliziere. 3 mal 7 ist 21 und 3 mal 7 für den rechten Bruch ist auch 21. Somit schaffe ich also den gleichen Bruch. So, den Zähler des linken Bruchs erhalte ich jetzt, indem ich den Zähler des linken Bruchs hier links, also die 2 mit dem Nenner des rechten Bruchs multipliziere. Also in diesem Falle die 2 mit der 7 multipliziere. Das schreibe ich mal jetzt aus. Und auf der rechten Seite mache ich dasselbe mit dem Zähler. Ich multipliziere den Zähler des rechten Bruchs, die 1, mit dem Nenner des linken Bruchs. Also 1 mal 3 hier. Das ergibt dann 14 21stel für den linken Bruch und 3 21stel für den rechten Bruch. Ich habe also beide Brüche erweitert auf den gleichen Nenner. So, und da die Nenner jetzt gleich sind, darf ich diese beiden Brüche auch miteinander verrechnen, das heißt addieren. Die gleichen Nenner bleiben und die Zähler, die 14 und die 3, werden zusammengezählt. Also 14 plus 3 gleich 17. Also lautet das Ergebnis dieser Addition 17 21stel. So, jetzt wollen wir zwei Brüche subtrahieren, die nicht den gleichen Nenner haben. Auch hier gehen wir genauso vor. Wir müssen also erstmal zwei gleiche Nenner schaffen, also die Brüche gleichnamig machen. Erst dann dürfen wir subtrahieren. Dann schreibe ich mir einfach mal so zwei Bruchstriche auf, dazwischen ein Minus und noch ein Bruchstrich. Die beiden Nenner, die gleich sein sollen, die erhalte ich, indem ich die 4 mit der 3 hier multipliziere. 4 mal 3 ist 12. Das kommt also in den Nenner des ersten Bruchs auch und auch in den Nenner des zweiten Bruchs. Die Zähler erhalte ich, indem ich den linken Zähler hier oben, die 3, mit dem rechten Nenner, die ja auch eine 3 ist, multipliziere. Also 3 mal 3. Und den rechten Zähler erhalte ich, indem ich den Zähler, die 1, mit dem Nenner des linken Bruchs multipliziere. Also einfach überkreuzt multiplizieren. Das ist in dem Falle einmal die 4. Heraus kommt dann 9 minus 12stel minus 4 12stel. Und ich habe die gleichen Nenner. Das bedeutet, ich brauche nur noch die Zähler subtrahieren. Die 9 minus 4 ist 5. Und der Zähler bleibt. Der darf auf keinen Fall subtrahiert werden, sondern
Ich übernehme den gleichen Nenner, den beide Brüche haben. So, hier noch ein Beispiel. Muss man hier die beiden Nenner multiplizieren, um auf denselben Nenner zu kommen, also um die Nenner gleichnamig zu machen? Nein, in diesem Falle muss man das nicht. Kann man machen, 3 mal 6 wäre 18. Aber wer genau hinsieht, der sieht, dass die 3 und die 6 in derselben Reihe sind, und zwar in der Dreierreihe. Das heißt, ich brauche hier den linken Bruch nur mit 2 erweitern, dann komme ich auch auf den Nenner 6 und dann wären die beiden Brüche auch gleichnamig. Also brauche ich den linken Bruch nur mit 2 erweitern, indem ich den Zähler und den Nenner mit 2 multipliziere. Und dann erhalte ich erstmal 4 Sechstel. Und den rechten Bruch, da brauche ich jetzt gar nichts machen, denn da habe ich ja jetzt durch das Erweitern mit 2, habe ich 2 gleiche Nenner. Und wenn ich 2 gleiche Nenner habe, bin ich eigentlich schon fast auch fertig mit dem Addieren, denn der gleiche Nenner bleibt und die beiden Zähler werden addiert. Das ist 5 Sechstel. Auch beim Subtrahieren haben wir jetzt einen ähnlichen Fall. Wir haben hier 4 Zwölftel. Ich könnte jetzt 4 mal 12 nehmen, um auf den gleichen Nenner bei beiden Brüchen zu kommen, aber die 4 passt 3 mal in die 12, also 4 und 12 sind in derselben Reihe, in der Viererreihe. Also reicht es, wenn ich die 4 hier oder den linken Bruch mit 3 erweitere, dann komme ich auch auf den Nenner 12 und da muss ich dann gar nicht so viel rechnen. So wird der linke Bruch jetzt mit 3 erweitert, 3 mal 3 ist 9, 4 mal 3 im Nenner ist 12. Der rechte Bruch bleibt so, wie er ist. Da habe ich schon den Nenner 12 und ich muss jetzt nur noch den Zähler subtrahieren. Die beiden Zähler 9 minus 5 ist 4 und die 12 bleibt. Und hier sehen wir auch, dass wir hier kürzen können. Die 4 im Zähler passt 3 mal in die 12. Das heißt, ich kann beide Zahlen durch die 4 teilen und dann kommt hier ein Drittel als Endergebnis raus.